Nach Fest schaut es hier in unserem Pfadzentrum gerade gar nicht aus. Dabei würden wir normalerweise in diesen Wochen große Feste feiern. Nicht nur das Osterfest, sondern auch die Erstkommunionen in Breitengüßbach, Kämmern und Ebing und genauso die Jubelkommunionen. Das ist momentan nicht möglich. Viele Kinder und Erwachsene sind darüber sehr traurig. Daher möchten wir diese Woche um den Weißen Sonntag herum eine kleine Aktion starten. Und wir wollen Sie fragen, erinnern Sie sich noch an Ihre Erstkommunion? Was wissen Sie noch von damals, von der Feier in der Kirche oder zu Hause? Was wissen Sie über Ihren Kommunionkleid oder Anzug? Welche Geschenke gab es? Aber noch wichtiger, wer hat mit Ihnen gefeiert? Welches Ereignis ist Ihnen besonders in Erinnerung? Ein besonders schönes, lustiges oder auch trauriges. Wir laden Sie ein, einander das in diesen Tagen zu erzählen. Vielleicht möchten Kinder ihre Großeltern anrufen und fragen, wie war das damals bei dir, Oma und Opa? Wie hast du Erstkommunion erlebt und gefeiert? Oder aber Sie möchten sich untereinander telefonisch austauschen, Schulkameradinnen und Schulkameraden anrufen, die mit Ihnen damals zur Erstkommunion gegangen sind. Erinnern Sie sich an das große Fest damals. Und ganz besonders würden wir uns freuen, wenn Sie diese Erinnerungen nicht nur für sich behalten würden, sondern wenn Sie uns diese vielleicht auch schreiben würden, auf einer DIN A4-Seite uns schicken, Ihre Erfahrung, Ihre Erinnerung an Ihre Erstkommunion. Wir würden dann gerne diese Erfahrungen, anonym natürlich, auch an unsere Erstkommunion-Kinder weitergeben, als kleines Geschenk in dieser Zeit, wo sie nicht feiern können. Sie können diese Erfahrungen aufschreiben und uns zuschicken an eins der Pfarrämter oder per Mail. Alle Adressen erfahren Sie auf unserer Homepage. Ich wünsche Ihnen an diesem weißen Sonntag trotz allem eine gute Erinnerung an Ihre erste heilige Kommunion und die Gewissheit, dass das, was Ihnen damals geschenkt worden ist, Sie auch noch heute begleitet, dass der, der Ihnen seine Freundschaft damals zugesagt hat, auch heute noch an Ihrer Seite geht. Einen gesegneten weißen Sonntag.